Willkommen zum Video, willkommen alle. Heute nichts mit Spielen oder so, weil ich will heute mal was erläutern. Heute geht's bestimmt um ein Thema. Und zwar, wo geht's eigentlich? Habt ihr schon geahnt, dass da, dass das Dienstzug ist heute? Den Zug geht's heute. Den HLB. Da steht auch drin. HLB. RE98. Genau, das lahmarsche Teil. Ich kann vorsagen, alles, was ich jetzt sage, es ist meine Vermutung, warum vom letzten langsam fährt und warum mich persönlich mir einfach scheiße ist, auf gut Deutsch, weil ich habe ein paar Bilder herunter von mir, das sind neue von mir, aber jetzt muss ich gucken. Ach da, das ist da. Warum das Scheißteil persönlich viel zu langsam fährt? Weil das ganze Fahrt, ey, die Lokführer oder die ganze sagen einfach Leuten oder zu Gästen sagen die einfach, die sagen, anderer sagt ist Bummelzug, deine sagt Bimmelbahn und es ist auch eine Bimmelbahn und da steht immer RE. Und ich sage vorweg, das ist kein Express HLB oder weil ich dieses Video gleich irgendwo schicke. Wenn die das mal angucken sollten, die würden natürlich auch sagen, das ist kein RE, sondern das ist ein RB, mein Vogel, ey. Und zwar, ja, egal. Und zwar, das ist, guck mal, wo aus dem Arsch kommt. Da kommt gar nichts aus dem Arsch. Der ist viel zu langsam und die Sitze werden hart. Ja, weil er nicht aus dem Arsch kommt. Das ist der Nachteil. Und natürlich, warum mich persönlich mehr abzieht, weil es einfach einer uns verarscht hat. Schau mal die Liste. Bei Express habe ich kurz mal angeguckt, bei DB. Und natürlich holen wir noch einen extra, einen anderen holen wir uns. Da würde ich auch ein paar bisschen Vergleich machen. Ja, dieses will ich haben. Ne? Das ist natürlich auch, wo war das jetzt gewesen? Ach, ist das so eine Scheiße hier? Ja. Warte mal, ist es der hier? Aber ich muss mal einen neuen Tab öffnen. Das ist sehr wichtig. Ein neuer Tab öffnen. Das ist wie immer ein neuer Tab. Ach, meine Fresse. Das ist doch bescheuert. So, ich öffne das Ganze einfach mit einem neuen Fenster. So. Wir können mal einen Vergleich machen. So ist die Liste. Das ist ein Regional Express. Ne? Da steht auch unten drunter mit, dass es ein Express ist. Das ist auch Express. Für mich ist natürlich, diese Liste ist natürlich so. Normal, ne? Und der andere, der so eine Liste, man hat sich euch richtig mal verarscht. Man hört, der steht, das ist ein RE98. Ist aber falsch, das ist ein RB. Das ist kein Express, das ist eine Regobahn. Guck mal, da überall halten, guck mal ganz genau hin. Überall. Die Liste ist so lang, dass das Scheiß überall halten tut. Und natürlich, das ist einfach. So eine Scheiße, warum der überall halten tut und warum mich persönlich überall halten tut. Da kann man natürlich auch kein Wunder, dass die Fahrgäste überall langsam fahren tun. Das Ding langsam fahren, überall halten tut. Guck mal, der hat so kurze Liste hier. Und bei ihnen, der am Arsch hier, so viele Liste. Man könnte auch den Namen auch komplett hier auch verändern hier. Den Buchstabe hier ein. Das E wegnehmen und dann B dazu, also hier Beispiel sofort, also hier den, warte mal, also RB so heißen, ne, also hier RB, das Ganze umzuschreiben und das Ganze, ja, man ist HLB richtig mal richtig fett verarscht worden, man ist ein Express, du Junge, das ist kein Express, sondern das ist eine Bimmelbahn und der hält überall und da bin ich ja, nach Hause gefahren. Und natürlich könnte ich ja, ist Zugverband voll, hat auch keine Möglichkeit, irgendwas zu filmen oder irgendwas. Aber ja, ziemlich abdreiste, ist es sehr dreist und kein Wunder, dass die überall langsam fahren muss. Und schau mal, wenig. Da kann ich zum Beispiel den Doppeldecker verwenden, weil natürlich Doppeldecker fahre ich auch gerne, weil ich den Doppeldecker auch gerne möge. Und dazu. Ich habe keine Ahnung, ob das HLB auch jetzt hier beteiligt ist, dass ich das weiß, dass HLB auch jetzt. Ach, ich weiß es nicht. Ich finde es scheiße, also das ist natürlich meine Meinung. Und weil ich sage, ist es nicht gewollt. Man sollte einfach diesen Buchstabe vollkommen ändern und solche Sachen zum Beispiel. Oh, was ist das denn? Ein neues Video für mich? Oh, cool, neues Video bekommen. Hey, cool. Gucke ich ganz später an, okay? Aber natürlich.
Alles scheiße. Dann, was ich euch gerne empfehle, fährt für sowieso keiner, weil er natürlich sitzen kannst du kaum für den Arsch. Geschwindigkeit öde. Und natürlich, ja, alles scheiße. Sitze sind scheiße. Fahrt ist kacke, so langsam. Und ist ja kein Wunder, dass die ganzen Fahrgäste leiden müssen, bis um den Ziel. Ja, bis die irgendwann mal den Job oder irgendwann den Job kündigen. Dass einfach nichts mehr rennt, kein Geld zu verdienen und so allgemein. Aber seit auf der Zeit, das noch nicht ist, natürlich, man könnte auch dieses Video auch danach schicken. Was steht da hier? Aha, aber ja, kann man nichts machen. So, dann würde ich sagen, würde ich jetzt selber ein kurzes Video und ja, würde sagen, gerne beenden und wir sind. Tschüss. Tschüss.